Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Dirt 5. Ja, da seht ihr es. Wir haben uns einen richtig schön aufgetunten, aufgemöbelten Rallye Porsche geholt und sind das erste Event im Ultracross gefahren und da mal gut abgeliefert. Jetzt geht's aber wieder an den Start. Land Rush mit diesem Fahrzeug. Wie viel haben wir da oben? 53.000. Das heißt, wir müssen mit dem Fahrzeug an den Start. Auch wenn der mir jetzt fahrtechnisch nicht so gut gefallen hat. Aber wenn man machen, wenn man kein Geld hat, ne, dann nimmt man natürlich das auch, was uns hier zur Hand gegeben wird. Alter, ich lese gerade, wir sind in Nepal, Everest, Overlook, Reverse. Wir sehen den Everest da. Und Reverse, das heißt, meistens kommt der Reverse erstmal, wenn wir es schon mal gefahren sind. Also vermute ich mal, dass wir die Strecke schon mal gefahren sind. Wir haben den Everest schon in dem Spiel gesehen. Okay, ist mir neu. Geil. Oh, da hinten einfach die Festivalbühne, ne? Zack, komm, Pyro, noch eine Pyro. Ja, komm. Geil, also die Pyro-Effekte sehr, sehr cool gemacht. So, auf zum Everest. Da sollen ja so viele unterwegs sein. Die räumen wir erstmal alle zur Seite. Überholen, ne, über 70 km/h, driften und überholen. Oh, mit der Karre driften. Wie willst du denn das machen? Und 105 auf Platz 1. Oder heißt, ach, das heißt, ach, jetzt schnall ich was, das ist keine 5, das ist ein S für Sekunden. Sorry, manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch. Das ist 0 Sekunden und jetzt sind wir 10 Sekunden auf Platz 1. Oh Gott, bin ich dumm. Gott, dass ich es alleine schon laut ausspreche. Oh, das ist ein S, Alter, das sieht für mich aus wie eine 5. So, irgendwas haben wir abgeschlossen. Das Schwierigste, 70 Meilen pro Stunde. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man sich überhaupt hinkriegen mit der Karre. Ja, in Nepal, ne? Ihr denkt alle, die bereiten sich vor auf die große Everest-Besteigung. Die Sauerstoffflaschen werden da nochmal gezählt. Nee. Heutzutage ist überall Festivalstimmung. Da werden die fetten Bullis hochgeholt. Und dann wird da auch einfach nochmal ein Rennen gefahren. Boah, die Karre ist am Limit. So, driften und überholen werde ich nicht hinkriegen. Weil gerade im Matsch und im Schnee habe ich das Gefühl, zählt der Drift nicht. So, 3 Runden. Und wie viel sind 10 Sekunden auf Platz 1? Naja, wir wollen nicht nur 10 Sekunden auf Platz 1, wir wollen auf jeden Fall im Ziel auf Platz 1 sein. Und natürlich auch gut, wenn man auch vorher schon 10 Sekunden auf Platz 1 gewesen ist. So, wir fahren dran vorbei. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich, habe ich gesagt. Komm jetzt. Im fünften Gang, 60. Mach jetzt einen Kickdown. Hau den vierten Gang rein und dann heißt es hier Stoff geben. Zack, ab in die zweite Runde. Jetzt zählt's. Sehr gut. Ja, Drift und Überholen werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Das ist mir auch zu riskant. Wie geil das einfach ist. Wo ist denn der Everest? Ja, aber die Pfützen sind dann doch noch nicht ganz gefroren. Sehr cooles Event. Gefällt mir. Da muss ich auch wieder sagen, ne, eben mal, oder eben, ja, ich habe den vorherigen Part eben aufgenommen, habe ich gesagt, dass mir die normalen Rallye-Events eigentlich am besten gefallen. Und dann kommt hier sowas schön breit, gerade mit diesen Trucks. Auch wieder geil, ne? Jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsdisziplin, aber kann definitiv sagen, macht dann doch irgendwie Spaß. So, hat der mir da vorne was abgefahren, da flog doch gerade was weg. So, hat er heimlich ausgenutzt, dass ich hier die schöne Landschaft genossen habe. Komm, drifte. Das war ein Drift, Leute, ihr habt's gesehen. Das war definitiv der Drift des Jahrhunderts und ich habe ihn überholt. Fucker. Wird wieder nicht gezählt. Guckt euch das an. Da verschließen die Schiedsrichter die Augen vor dem Offensichtlichen. So. Final Lap. Jetzt nochmal richtig abliefern. Festhalten. Das wird ein geiler Jump. Hüa! Manche Sounds finde ich irgendwie sehr merkwürdig.
Ich habe das Gefühl, das ist immer so, du fährst durch die Pfütze, Sound. Ne? Jawohl. Oh, das war schlecht. Da hat mein Handy geleuchtet, hat mich wieder abgelenkt. So ist es, ne? Man muss da auch immer gucken. Ne? Wenn die Frau auf die Kinder aufpasst, das sind zwei kleine Wirbelwinde. Ne? Die sind noch kein Jahr alt, die können aber jetzt stehen, sich überall hochziehen, nehmen alles in den Mund und laufen jetzt die ersten paar Meter und dotzen dann immer hin. Ne? Jetzt alles abgesichert, aber da muss man immer aufs Handy gucken, ob irgendwas ist, irgendein Notfall. Komm jetzt sofort. Deswegen, ich musste, glaube ich, auch schon mal einen Part kurz pausieren. Weil dann stand, komm bitte sofort. Ja, ist halt wieder eine hingelatzt. Ne? Ist meistens nichts passiert, aber musst halt hochheben, trösten, gucken, ist was. Und die andere muss dann in der Zeit auch gedüdelt werden. Ansonsten hast du da natürlich gleich dasselbe nochmal. So. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. Ich soll nur nach dem Part direkt hinkommen. Das machen wir natürlich auch, aber jetzt genießen wir erst nochmal ein paar hier schöne Rennen. Sehr cool. Gutes Rennen. Oh, geil, wie da der Schnee sich drin festgefressen hat, oder? In den Reifen. Ach, da rechts, da siehst du richtig die Struktur von den Reifen. Hat sich richtig schön durchgefressen. In diesen Schnee. Es war so schön platt gedrückt, da, ne? Der extra rutschig ist. Hast du gemerkt? Und auch die vereisten Pfützen hast du noch dieser ganz hauchdünne Saum an Flüssigkeit. Wenn du da drauf kommst, keine Chance. Aber mit den Reifen, die sind so klebrig und trotzdem. Das Schmack ist dahinter. Icebreaker! Jetzt müssen wir erstmal über das anstehende Main Event zwischen AJ und Bruno Durant reden. Das stimmt, da müssen wir erstmal zuhören. Podcast angekündigt wurde. Du hast dem armen Kerl ja keine andere Wahl gelassen, James. Du hast dich in die Sache verbissen wie ein Hund in einen Knochen. Hey, ich habe kein Problem damit, wenn man mich dafür verantwortlich macht, dass diese Sache ins Rollen kam. Da bin ich stolz drauf. Das kommt auf meinen Lebenslauf. Jedenfalls ist es jetzt soweit. Es kam uns wie eine Ewigkeit vor, seit diese Paarung zum ersten Mal bekannt gegeben wurde. Und jetzt steht uns endlich das wohl größte Main Event aller Zeiten bevor, nicht wahr? Auf jeden Fall. Juhu. Also nochmal für die Schlafmützen in der letzten Reihe als kleine Auffrischung. In der roten Ecke haben wir den amtierenden Titelverteidiger, die aktuelle Nummer 1 der Dirt Offroad Series, meinen guten Freund AJ, der noch nie ein Main Event verloren hat. Ein Riesenangeber, aber ich nehme es ihm nicht übel, der unumstrittene König der Dirt Offroad Series. Und in der blauen Ecke? Wer entscheidet eigentlich, welche Farben diese Ecken haben? Keine Ahnung. Aber zurück zum Thema. In der blauen Ecke haben wir einen Meister in mehreren Disziplinen aus Colorado, USA. Ein Herausforderer, der jedes einzelne Event, an dem er teilgenommen hat, dominieren konnte. Und vor dem auch die erfahrensten Rennfahrer kapitulieren mussten. Egal ob auf Motorrädern oder in Rallye-Autos. Der derzeit gefürchtetste Teilnehmer dieser Serie. Einige sagen, er sei unschlagbar. Mr. Bruno Durant! Oh, ich krieg schon eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Du kriegst nur eine Gänsehaut, weil ich das so gut angekündigt habe. Das muss aber mal gesagt sein, James. Das hier ist mit Abstand die am meisten diskutierte Veranstaltung der Dirt Offroad Series, die es je gab. Die Tickets waren schon nach ein paar Minuten ausverkauft. Es ist der reinste Wahnsinn. Wie viele Rennen gibt es schon, bei denen sowas passiert? Keine, Nolan. Hast du ein Ticket? Nein, ich hab's nicht geschafft. Nolan, ich hab dir doch den Link geschickt und gesagt, du sollst dir ein Ticket besorgen. Ich hab einfach keins abgekriegt. Hast du eins? Natürlich hab ich ein Ticket. Ich bin schließlich ein verantwortungsbewusster Erwachsener. Ach. Ich erledige alles, wenn es erledigt werden muss. Ist das mit Begleitung oder so? Komm, Nolan, wenn ich dir ein Ticket geben würde, lernst du doch nie daraus. Sorry, mein Freund, da muss ich hart bleiben. Du bringst mich da irgendwie mit rein, oder? Regeln sind Regeln, Nolan. Ach, du wirst mir noch dankbar sein. Ich kann mich in deinen Rucksack zwängen. Das war eine harte Nummer, Leute. Das war eine harte Nummer, dem zuzuhören. Aber okay, dieser besagte AJ, der ist anscheinend der groß amtierende Champion und der macht jetzt hier irgendeinen Bruno wahrscheinlich fertig. Und ich vermute mal, dass wir irgendwann gegen AJ oder Bruno antreten werden. Vermute ich jetzt mal. Das würde ich jetzt so aus dieser sich doch sehr knifflig entspinnenden Story herauslesen. Oder? Wie dem auch sei. Wir müssen uns erstmal auf unsere wundervollen eigenen Events fokussieren.
irgendwann in ganz später Zukunft kommen natürlich diese ganzen anderen Namen, die hier die ganze Zeit gequatscht werden. Dann kommen wir als amtierender Champion an. Aber jetzt geht's erstmal zum Icebreaker East River Reverse New York. Das war geil. Das hat man schon mal, das haben wir schon zweimal gefahren. Dieses Event. Und auch einmal mit dem Porsche, ne? Die erste Runde mit dem alten Porsche, mit dem neueren Porsche. Den ersten Porsche, den wir geholt haben, deswegen der alte Porsche, aber der natürlich neuer ist als der hier. So. Yo, gleich erstmal die Pyro-Technik komplett runterbrennen, warum nicht? New York halt, ne? Hat wieder ein bisschen was übrig. Direkt nach Silvester dachten sich, alles haben wir noch nie verballert. Da können wir noch ein bisschen was machen. So, wie viele Sekunden soll ich über 60? Relativ viel. Ich sollte die Einheit nicht mehr sagen. Jetzt haben wir es. Weil km/h falsch ist. Es sind Meilen pro Stunde. Pepsi-Cola. Oh yes, es wird düster. Es ist wieder so ein Event, wo der Himmel sich verfinstert. Das heißt natürlich, die Pyro-Show sieht noch geiler aus. Auch diese Rauchfackeln gefallen mir sehr gut. So, Driften und Überholen. Wieder völlig unmöglich, dieses Event. Wie man das machen soll, das weiß nur der Hersteller dieses Produkts jetzt, Herr Mann. Yes! Und es wird gezählt. Voll die Handbremse gezogen und nach links gelenkt. Ich würde behaupten, es war kein Drift, es war einfach nur ein Abdotzer, aber naja. Alle Rennspiele dieser Welt, die ich bis jetzt gespielt habe, hätten das nicht als Drift gezählt. Das ist ein Drift hier. Guck dir das an. Wunderschön. Aber nein, das ist kein Drift. So. Oh, ich trottel. Ja, soll ich nochmal davor fahren? Ich bin manchmal so abgelenkt und so fasziniert von Feuer. Wie so ein kleiner Junge, ne? War ich schon damals immer beim Lagerfeuer. Ich musste immer kokeln. Ich wollte es dann irgendwann anmachen und dann natürlich immer noch was draufschmeißen. Dann nochmal pusten, dass da extra viel hohe Flammen kommen. Und rumkokeln. Alles reinwerfen, was nur geht. Schuhe, Socken, Omas, alles. So, letzte Kurve, jetzt kein Blödsinn machen. Eben haben wir uns schon zwei überholt. Okay, driften alle so weit raus und wir rocken das Ding. Geiles Event. Hätte gehofft, dass in der letzten Runde nochmal richtig die Nacht einbricht. Aber ich glaube, es war gar nicht Nacht, ne? Es war einfach nur diesig. So. Geiles Event, aber mit dem Porsche kein Ding. Das Ding, das fährt sich eben auch einfach gut. Wir müssen sowieso mal bei den Sponsoren gucken, um ehrlich zu sein. Denn ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich die Sponsorenziele schon erreicht. Das heißt, unsere Gewinnausschüttung müsste schon passieren, ne? Man dann eventuell mal einen neuen Sponsor nimmt. So, Sponsors. Keine Ahnung. Mache 20 Donuts, beende Goodyear. Ach so, das haben wir abgeschlossen. Und jetzt kommt da, mache 20 Donuts, beende Stampede Events. Bäh, das ist scheiße. Warte mal hier, beende ein Icebreaker Event 10-mal Lackabtausch. Das ist doch einfach. Warum nehme ich das nicht? Ist doch viel besser. Das nehmen wir. So, okay. Rally Rate. Wir gehen direkt wieder rein. Edge of Glory. Mit dem oder natürlich den Porsche. Jeder würde sagen, nimm den Porsche, nimm ihn doch. Ne, die hinten nehme ich nicht. Aber ich habe irgendwie schon wieder Lust zu investieren, mir was Neues zu holen. Zum Beispiel den hier. Da ist noch ein Porsche. 924 Carrera GTS Rally. 270 PS. Ne, wir nehmen erst nochmal den hier. Wir nehmen nochmal das Froschomobil, den wunderschönen grünen. Weil ich das Geld sparen will. Ich habe das Gefühl, wir werden noch sehr viel Geld ausgeben. Ne? Du hast so mal 500.000 auf der hohen Kante und dann kommen doch irgendwelche Events, wo du dann doch einen Batzen wieder in die Hand nehmen musst. Lieber mal ein bisschen sparen. Hat noch nie geschadet im Leben.
So, Rally Raid, Kalabaka Town. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich finde es ziemlich, klingt ziemlich gut. Kalabaka, Griechenland. Gibt's Kalabaka wirklich? Gibt's das? Mal gucken. Kalabaka. Oh ne, ist mir jetzt zu kompliziert. Kalabaka, ich das eingetippt habe hier auf meinem Handy, da habe ich mich dreimal verschrieben und dann kommt irgendwas bei raus, wo ich den Google-Verlauf dann doch eher löschen sollte. Wir wissen alle, das wollen wir nicht. So, okay. Let's go. Die Übertragung ist schon gestartet. Der Heli oben hat sich positioniert. Wir haben schon die ersten Herausforderungen abgeschlossen. Ich weiß nicht mal, was es war. Aber das ist auch egal. So, zack, Alter. Guck dir das an. Da hat man auch einfach das richtige Fahrzeug gewählt. Oh, da gibt er mir eine mit, ey. Bist du verrückt? Wenn ich hier runterfalle, mich tot, dann geht es hier nicht mehr um den Sieg, um Niederlage, sondern einfach nur, bist dann, bin ich tot. Das kannst du dir gar nicht verzeihen. Karriere abgeschlossen. 10-mal Lackabtausch. So, wir haben es durch. 10-mal Lackabtausch. Das war die Herausforderung von den, was ich gerade ausgewählt habe. Das haben wir schon gemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon diese Rufpunkte erhalten. Ah, da war doch noch was, ne? Lackabtausch und noch irgendwas. So. Also meines Erachtens hätten die Events auch ein bisschen länger sein können. Teilweise zumindest. Aber ich habe das Gefühl, das wird auch noch. Ne? Gerade am Anfang waren es meist 2 Runden, jetzt sind es schon 3 Runden. Aber auch das hier kennen wir schon. Aber das ist Reverse, ne? Habe ich das vorgelesen? Nee. Das ist nicht Reverse. Kommt mir so bekannt vor, als wäre ich hier schon mal hochgebrettert. Vielleicht sind wir das Ganze schon mal Reverse gefahren. Eieieiei. Zum Glück bin ich hier vorne. Da hinten ist dicke Luft. Bam, bam. Eie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 
Ist das hier deine erste echte Herausforderung? Natürlich nicht. Ich bin nicht gerade ein Freund von Tabellen und Zahlen. Außer wenn es darum geht, dieses Wochenende aus AJs 0 Niederlagen eine Niederlage zu machen. Ich werde diesen Superstar in die Knie zwingen, sie werden schießen. Und es geht los. Das Großmaul hat wieder zugeschlagen. Hast du wirklich so viel Angst vor mir, Bruno? Nein, absolut nicht. Du machst mir kein bisschen Angst. Solltest du nicht Kindern das Go-Kart-Fahren beibringen oder so? Ah, ich kann dir auch noch die eine oder andere Sache beibringen, wenn du willst. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, es wäre mir eine Ehre. Okay, wenn du meinst. Weißt du, ich lasse lieber meine Fahrkünste für dich sprechen. Ich muss nicht mit Beleidigungen um mich schmeißen und versuchen, andere kleinzureden. Ja? Ja? Ich setze mich einfach ans Steuer. Deine Fahrkünste sprechen also für sich? Ja. Die sagen aber nicht viel aus. Hast du dir mal meine Erfolgsbilanz angesehen? Ja? Hast du die Daten nicht gesehen? Ist mir recht. Mal sehen, was passiert, Mann. Aber ich sag dir, du bist echt witzig. Wirst du dieses Wochenende überhaupt zum Rennen kommen? Wirst du mich überhaupt ernst nehmen? Tut mir leid, Mann, aber dich kann ich einfach nicht ernst nehmen. Das wäre zu viel verlangt. Ich fahr schließlich aus purer Freude an unserem Sport. Oh, aber du bist einfach, du bist ein Roboter. Ich bin ein Roboter? Mann. Ja, du bist der Bruno 3000 Renncomputer, der einfach den ganzen Spaß aus jedem Rennen raussaugt. Ja. Du weißt doch selbst, was ich meine, oder? Du wirst diesen Computer lange von hinten bewundern können, vor allem in den letzten 5 Runden. Also alles, was ich hier höre, das ist ein Versprechen. Sonst der trockenste Typ auf dem Planeten, aber ich muss mir sowas anhören. Ist das hier eine Pressekonferenz oder was soll dieser ganze Quatsch? Siehst du, genau das meine ich. Du kannst einfach keinen Spaß haben, Mann. Es gibt keine Freude in deinem Leben. Wir machen das hier, weil es Spaß macht. Es soll Spaß machen. Und wir sollen unterhaltsam fahren, ja? Sodass es den Puls in die Höhe treibt. Also, falls du einen hast. Es soll dein Herz höher schlagen lassen. Und du bringst das einfach nicht. Das ist... Ich glaube, ich werde es dir beim Rennen zeigen. Ja? Für dich wird es Game Over heißen. Naja, das werden wir ja dann sehen. Game Over. Ja, wir werden. Wir werden sehen. Ja, weißt du was? Das reicht. Na komm schon, Bruno. Ja, du weißt Bescheid. Wir sehen uns am Start. Ja, das tun wir. Ich liebe den aggressiven AJ. Ist mal was Neues. Ja, das sieht man nicht oft. Aber ich glaube, Bruno weiß eben ganz genau, wo es wehtut. Und das ist bei ihm die halbe Miete. Er bringt dich aus der Ruhe und zerstört dein Selbstvertrauen. Aha, klingt danach, was ich jedes Mal erlebe, wenn ich mit dir zusammen moderiere. Oh, ich will doch nur dein Selbstvertrauen verbessern. Na ja. Nur deshalb bin ich so hart zu dir, Nolan. Ich will dich aufbauen. Und dafür muss ich dich erstmal in deine Einzelteile zerlegen, damit du weißt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Dann sag ich mal vielen Dank dafür, glaube ich. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Gern geschehen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass AJ allzu sehr aus der Ruhe gebracht wurde. Und ich hoffe, du wurdest nicht zu sehr aus deiner Ruhe gebracht. Noch nicht. Und ich glaube nicht, dass Bruno weiß, was auf ihn zukommt. Das wird das härteste Rennen seiner Karriere. Stimmt. Bruno hat die Serie mächtig durcheinander gebracht. Und ist hier jetzt schon eine einzigartige Persönlichkeit. Das muss man ihm lassen. Aber AJ hat eine Sache, die Bruno fehlt. Und das wäre? Erfahrung. Er ist ein Gott in diesem Sport. Ein richtiger Veteran.